Ja, hallo Freunde, Ed Holmes wieder. Ihr habt es immer wieder verlangt, ein paar Grundstücke von hier zu sehen, auch die Umgebung, wo die Grundstücke oder Villen oder die Wohnungen sich befinden. Jetzt befinden wir uns auf einem Berg, ziemlich hoch, über der Stadt oder über die Stadt, wo wir wohnen. Aber auch hier gibt es immer noch was zu verkaufen. Die werde ich euch präsentieren. Heute zeige ich euch erstmal ein Grundstück, der 640 Quadratmeter hat, von hier nicht weit weg ist. Auch hier werden mittlerweile Häuser gebaut, Villen gebaut. Wer Interesse hat, können wir auch hier Villen mal aufnehmen. Hier ist die andere Seite von Alanya. Man hat hier grandiosen Meerblick, wie ihr seht. Jeden Tag hier die Sonnenuntergänge zu beobachten, ist wirklich gigantisch. Okay, jetzt zeige ich euch die Umgebung und dann gehen wir zum Grundstück, wie das alles aussieht. Hier befinden sich auch solche Villen, die allerdings schon längst verkauft worden sind, auch Europäer gekauft haben. Ihr verlangt ja von uns immer wieder Wohnungen, die 30, 20, 25.000 Euro kosten. Leute, die wollen es ja wirklich nicht sehen und wir erst recht nicht. Also die schauen richtig heruntergekommen aus. Die werden nicht mal von Einheimischen gekauft. Deswegen habe ich mir überlegt, ich zeige was anderes als das, was andere Immobilienmakler hier zeigen. Das ist doch gut. Dann haben wir alle Varianten. Ich schnaufe, weil ich den Berg hochgegangen bin. Hier sieht die Stadt so aus. Also hier kann man wirklich in Ruhe leben. Deswegen war ich still, dass ihr nichts gehört habt. Jetzt gehen wir zum Grundstück und nehmen von dort ein bisschen mehr auf. Hier ist die Straße. 100, 150 Meter. Rechts, links sind Villen. Dann war es das auch. Also es geht nicht ewig weit. So, wir sind 20 Meter weitergelaufen, dann auch angekommen. Hier ist ein Grundstück, der 640 Quadratmeter hat. Wird auch demnächst ein Villa drauf gebaut. Dieses Grundstück ist verkauft worden für 57.000 Euro. Es gibt derart Grundstücke überall hier. Mittlerweile ist nicht nur Grund wichtig, sondern wo dieser Grundstück sich auch befindet. Das heißt, je mehr Sicht zum Meer oder je mehr qualitative Wohngebäude drumherum, desto teurer wird dieses Grundstück auch sein. Wir haben hier vorne auch zwei Grundstücke. Wenn Kameramann das zeigt, da vorne, Fortsetzung von diesen schönen Villen. Die haben, finde ich, ganz eine andere Architektur. Zeig mal die Villen. Genau. Auch da gibt es was noch zu kaufen. Kostenpunkt ist über 200.000 Euro. Also, Freunde, wenn ihr hier ein Grundstück kaufen würdet und selber bauen würdet, ich habe noch nicht komplette Ahnung, aber müsst ihr damit rechnen, dass ihr mit circa europäischer Standard 150.000 Euro investieren müsst. Das heißt, ein Grundstück von 500 Quadratmeter circa mit einer Villa, wenn ihr selber baut, ohne Einrichtung, ohne Schnickschnack, würde euch 200 bis 250.000 Euro kosten. Natürlich ist es auch wichtig, wo dieser Grundstück sich befindet. Das heißt, wenn man richtig grandiosen Meerblick und so weiter hat, diese Grundstücke sind auch in Alanya rar. Man kann das Meer sehen. Man kann von überall fast das Meer sehen. Aber wie man sieht, ist mittlerweile sehr wichtig und die schönsten Plätze sind eigentlich weg. Deswegen würde sich auch anbieten, dass man ein heruntergekommenes Haus kauft und ein bisschen Geld reinsteckt. Also man kann nicht alles komplett abreißen, man darf das nicht und neu bauen, sondern man lässt die Grundmauern stehen, die tragende Wände reißt man ab, gestaltet so, wie man selber haben möchte. Das ist auch eine Option. Beim nächsten Video geht auch darum, dass wir euch zeigen, wie die verlassenen Villen gekauft werden und top renoviert werden und nochmal auf den Markt geworfen werden. Also, das war ein kurzes Video. So sehen die Grundstückpreise aus. Glaubt mir einfach, dass man hier nicht für 10.000, 15.000 Euro ein Grundstück oder eine Wohnung kaufen kann. Hier wollen 80 Nationen
ihren Ruhestand verlagern. Deswegen gibt es hier nur mit Euros was. Ist das gut? Weiß ich nicht. Man lebt da, wo schön ist. Und wo schön ist, wollen viele leben. Und wo viele leben wollen, kostet alles viel. At Homes, bis nächstes Video.